Hi ho Community, da bin ich, eure Tita Kenshi und ich habe wahnsinnige tolle Neuigkeiten für euch. Gestern am 25.03. habe ich meine PlayStation 4 bekommen per Post. Also ich habe sie mir bestellt und gegönnt, weil ich ja nächsten Monat Geburtstag habe und 33 werde und so, habe ich mir gesagt, okay, gönne ich mir die PlayStation 4. Und ich habe jetzt auch schon einen Probelauf gehabt. Ich habe mir Final Fantasy 14 geholt. Das ist so ein Reborn oder wie das heißt. Das kann man online spielen und ich habe da halt auf Twitch. Heißt das Twitch? Ich glaube, es heißt Twitch. Schon Livestream gestartet gehabt und hatte auch schon den einen oder anderen Besucher. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch vorbeischauen würdet. Ich werde, wenn, dann meistens nachmittags spielen oder auch abends. Deswegen könnt ihr jederzeit, ich werde mal gucken, wer mich auf Facebook verfolgt. Dort tue ich ja jedes Mal, wenn ich on air gehe, quasi ein Links posten. Das heißt, wenn ihr dann auf meine Facebook-Seite geht, was ihr ja auch über meinen Kanal oben im Fenster, da ist so ein kleines Facebook-Dingsbums-Verbindungsteil, könnt ihr dann gucken, ob ich gerade on air bin oder nicht. Oder ihr guckt ganz einfach direkt, drückt dann den Twitch-Button und kommt zu meinem Channel auf Twitch. Die Livestreams werde ich nicht als, also ich könnte zwar das aufnehmen oder irgendwie so, aber da ich mich damit noch nicht so vertraut bin und das eigentlich auch nicht als Let's Play oder irgendwie so machen will, ist das eigentlich mehr oder weniger so ein Zusatz für euch, falls ihr Final Fantasy Fans seid, so wie ich ja auch so ein bisschen bin. Und es wird vielleicht sogar vielleicht mache ich sogar am Wochenende dann zu der Demo von Final Fantasy 15 einen Livestream. Falls ihr dafür Interesse habt, würde ich mich freuen, wenn ihr es einfach hier in diesem Link, in diesem Video unten postet und sagt, ey, das würde mich jetzt interessieren, wie du das spielst, obwohl schon zigtausend andere das getan haben. Und ich bin total... ich freue mich eigentlich auf Final Fantasy 15. Das habe ich angespielt, also die Demo. Bin schon bis zum Biomont oder wie der heißt, vorgedrungen, der ziemlich ist und danach, naja, ich will nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall wird wahrscheinlich so Final Fantasy 14, dieses Online-Dingsbums, von vorne kann ich euch das nicht zeigen, da ich ja sonst wieder von vorne leveln müsste und so weiter. Und das ist ja ein sehr umfangreiches Spiel. Ich habe da auch mal so Livestreams verfolgt oder so. Die sind richtig, also da kommt einiges an Quests auf einen zu. Wer zum Beispiel In Eternal kennt, das ist so ein ähnliches Prinzip. Nur, dass die Grafik halt mehr so Final Fantasy-Style hat und nicht so Anime-Style, wie man das so aus In Eternal halt kennt. Jo. Und ich würde mich echt freuen, ein paar Zuschauer auf meinem Twitch-Account, vielleicht Folgen oder so, Follower oder wie das heißt. Ich freue mich, wenn ihr die Ersten seid, die mir folgen. Und ja, sofern ich dann ein bisschen besser mit der Konsole zurechtkomme, die ist ja für mich noch ziemlich neu und naja, sie ist zwar idiotensicher angeblich, aber, naja, technische Sachen sind immer so ein bisschen schwierig bei mir. Da brauche ich immer ein bisschen länger, um damit warm zu werden. Okidoki, ich hoffe, ihr seid dabei. Und keine Frage, bis die Tage!